Die Bayerische Landesausstellung Ludwig der Bayer, Wir sind Kaiser in Regensburg, widmet sich dem oberbayerischen Herzogsohn, der es auf den römisch-deutschen Kaiserthron geschafft hat. Als Ludwig der Bayer genannt, führte er zahlreiche Auseinandersetzungen mit dem Papst und der Reichen Amtskirche und vollzog deshalb die ersten Schritte zur Trennung von Staat und Kirche. Sein bewegtes Leben hat sich regelrecht als Thema angeboten. Eine Persönlichkeit, die man ja nicht so präsent hat und kennt, und über die kann man schön in die mittelalterliche Geschichte eintauchen. Und das Besondere ist halt, sind diese schönen originalen Spielorte, und für uns ist natürlich toll, das ist schon ein Privileg, dass man in St. Ulrich den Film mit der modernen Technik zeigen kann, direkt am Dom, und hier die Minoritenkirche hat. Also ich glaube, das ist rundherum gelungen. Und bietet ein einmaliges Erlebnis, das man auch nicht jedes Jahr in einer Landesausstellung hat. Das spiegelt sich auch in den Besucherzahlen wider. Die Ausstellung ist ein echter Publikumsmagnet. Die ist sehr schön gemacht. Multimedial und ja, ganz gute Gliederung. Also schon Spaß, man erfährt ja sehr viel hier. Die Art der Gestaltung, finde ich, ist so modern, spezialisiert für Anschauen, Hochklappen, reingucken. Ja. Davon, den Helm, den habe ich aufgesetzt, einfach mal ausprobiert. Das ist ganz, ganz spannend, dass man da ein bisschen was selber tun kann. Lehrreich. Ich habe bis vor kurzem einen Roman gelesen und ich finde so viele identische Sachen ganz toll. Gut aufgebaut mit den verschiedenen Ebenen, finde ich sehr gut. Wird viel erklärt und mit diesem Ohrteil auch noch. Aufschlussreich und gefällig hergerichtet und schön alles verständlich abgemacht für auch Laien. Bei so viel positiver Resonanz verwundert es nicht, dass Ende September bereits der 100.000. Besucher im Historischen Museum in Regensburg begrüßt werden konnte. Auch er war begeistert. Es ist für jeden was dabei. Gerade der eine hat mehr Interesse an Geschichte, der andere hat mehr Interesse an Personen, der dritte hat mehr Interesse an den Reliquien, die da sind. Ich zum Beispiel, die Schwerter und Rüstungen, sowas ist für mich jetzt ein mehr interessant. Bei dem Projekt mitgewirkt hat auch der Kabarettist und Moderator Christoph Süß. Er hat das Drehbuch für einen Ausstellungsfilm verfasst und ist darin in verschiedene Rollen geschlüpft. In seinen Augen hat die Stadt einen großen Anteil am Erfolg der Schau. Ja, Regensburg an sich ist einfach eine tolle Stadt, da kommen die Leute sehr gerne her. Und dann, dass eben der Ludwig der Bayer auch so stark mit der Stadt verknüpft ist, da denke ich, sind historisch Interessierte, wenn das Angebot da ist, schauen sie es an. Und ich glaube, es hat sich rumgesprochen, dass die Ausstellung eben Freude macht zum Anschauen. Und das ist immer gut. Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, hat noch bis zum 2. November Zeit, in die Welt von Ludwig dem Bayern einzutauchen. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.